Die höchste Pyramide aus Getränkekisten. Dieser skurrile Weltrekord wurde in Sato aufgestellt. Wir haben uns mit zwei damals beteiligten Mitarbeitern getroffen. In Sato im Landkreis Rostock befindet sich ein Logistikzentrum der Firma Splendid Drinks. Vor mehr als 10 Jahren kam man hier auf eine ungewöhnliche Idee. Ein Weltrekord sollte aufgestellt werden. Christel Schulz war damals Verkaufsleiterin. Sie erinnert sich noch gut an die schwierigen Vorbereitungen auf den Weltrekord. Wir mussten sehr viel Vorbereitungen haben. Wir mussten mit dem Sportverein damals sprechen, ob sie überhaupt einverstanden damit sind, dass wir den Sportplatz auch benutzen dürfen. Eine Brauerei hat uns dann Leerkisten zur Verfügung gestellt, die sowieso geschreddert werden sollten. Und in dieser Zusammenarbeit ist es uns halt gelungen, dass wir die Anzahl der Kisten, der Leerkisten zusammen bekommen haben. Der damalige Geschäftsführer der Getränkefirma will einen bereits bestehenden Rekord brechen. Die höchste Pyramide der Welt aus Getränkekisten zu bauen, ist aber nicht so einfach. Jirka Hoog war damals Logistikmitarbeiter. Die Schwierigkeiten gingen schon bei der Suche nach einem geeigneten Standort los. Auf jeden Fall, was man braucht, ist ein Garder, vernünftiger, ebener Untergrund. Dadurch, dass die Kiste nicht befüllt ist, ist sie ja auch relativ leicht. Sie kann relativ schnell verrutschen. Das heißt, wenn man dort nicht aufpasst, ist es sehr schnell hinüber mit der Pyramide. Die Pyramide musste bis zum Schluss stehen. Sonst wäre der Weltrekord nicht anerkannt worden. Auf diesem Sportplatz findet 14 Tage vor dem Weltrekordversuch der Aufbau statt. Zunächst wird ein ebenes Grundgerüst aufgebaut. Ab dann rollen jeden Tag LKWs voller leerer Getränkekisten an. Das Wochenende vor dem offiziellen Termin arbeiten alle Mitarbeiter durch. Da ist dann den ganzen Tag über unsere gesamte LKW-Flotte immer im Pendelverkehr unterwegs gewesen, hat die Leerkisten von hier oben geholt. Unten auf dem Sportplatz waren Kollegen mit dem Stapler, haben die runtergenommen, haben die dann in Vorrichtungen, in umgebaute Hänger, in umgebaute Anhänger verladen, die dann mit Kränen diese Kisten und diese Anhänger nach oben gehievt haben, wo dann mit Unterstützung der Feuerwehr, weil es dann schon relativ hoch war, die Kisten dann dort weiter gestapelt worden sind. Am 5. Juni 2011 ist es dann soweit. Der offizielle Weltrekord wird vom Guinness-Institut Deutschland als gültig anerkannt. 105.995 Kisten wurden insgesamt verbaut. Christel Schulz kann sich noch genau an den Moment der Urkundenübergabe erinnern. Da stehen einem schon die Tränen in den Augen und man hat ein riesengroßes Schlucken. Und wenn ich heute dran denke, ist das immer noch so. Und ich glaube auch, dass alle anderen, die drumherum waren, die mit uns gefeiert haben, das waren ja nicht gerade wenige. Also es war ja ein richtiges Dorffest das ganze Wochenende. Also das wurde von Samstag bis Sonntag wurde das durchgezogen und wurde gefeiert. Alle haben mitgemacht. Und ich denke schon, das war für alle ein sehr, sehr bewegender Moment. In Sato kennen sie sich aus mit Weltrekorden. Ein Jahr zuvor haben sie einen weiteren Rekord aufgestellt für den längsten Getränketresen der Welt. Zwei Weltrekorde reichen aber. Zumindest planen sie in Sato aktuell keinen weiteren Weltrekordversuch.